Hallöchen, hier ist wieder euer Talk und ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, so, wir sind hier wieder in Minecraft gelandet und bauen hier natürlich wieder fleißig weiter. Ja, heute beschäftigen wir uns damit, die Rolltreppe ins Nichts zu bauen von Springfeed. Das Bild blende ich dir einmal ein. Wir bauen das Ganze aus der Spiel-App-Variante. Ist zum Vergleich zur Folge der Simpsons, wo das Ganze vorkam, eigentlich identisch, also nimmt sich das alles gar nichts. Nur halt ein besserer Überblick von der Spiele-App. Ja, da hinten siehst du schon so das Ganze, wie das so ein bisschen aussieht. Ist natürlich nicht so richtig fertig gebaut, denn ich weiß schon, wie es am Ende aussieht. Von daher, ja, basteln wir gleich los. Aber bevor, das Ganze ist ja so Teil eines Sets. Hier haben wir die zwei anderen Sachen. Die sind schon fertig gebaut. Einmal der Eis am Stiel Wolkenkratzer wie die 50-Fuß-Lupe stehen hier schon bereit. Falls du das Ganze noch nicht gesehen haben solltest, die zwei Videos, dann verlinke ich dir das einmal in der Videobeschreibung, falls du das Ganze gerne nachbauen möchtest oder dir mal die 50-Fuß-Lupe mal von innen drin angucken möchtest, ist denn alles eigentlich in den Videos drin. So, ich würde sagen, wir legen los und bauen das Ganze mal. Müssen wir erstmal wie immer an unsere Kiste ran und holen unser geliebtes Blockmaterial raus. Für die Treppe brauchen wir nicht allzu viel, eigentlich noch recht alles übersichtlich. Ja, wir holen uns einfach mal raus. Bruchsteinmauer, gefolgt von Bruchsteinblöcke an sich. Dennoch hellblaue Keramik, dann verwenden wir Steinziegelblöcke, davon nochmal die Steinziegeltreppe, holen uns noch Nieterziegeltreppen raus und davon nochmal den Block. So, dazu holen wir uns noch eine Leiter dazu. Super, wenn wir dann das ganze Blockmaterial zusammen haben, geht's los und zwar würde ich sagen, erstmal beginnen wir mit dem, mit dem Geländer von unserer Rolltreppe. Dabei nehmen wir einfach mal erstmal die hellblaue Keramik zur Hand. Ich habe mir alles wie immer schön schon vormarkiert. Die platzieren wir einfach mal erstmal zwei einfach so hin. Dann setzen wir auf den hinteren, ja, ich weiß jetzt nicht, wo du anfangen möchtest. Ich mache jetzt hier, plopp, einfach einen Block rauf und dann machen wir hier so eine kleine Ecke rauf. So sollte das Ganze aussehen. Danach machen wir etwas Massenarbeit so schräg nach oben weg. Das heißt, wir machen jetzt immer so schräg einen Zweier hin. Das Ganze wiederholt sich, bis wir 30 Stück von solchen Zweiern haben. Das Ganze dauert ein bisschen, bis man das so schräg nach oben hat. Von daher mache ich dir hier gleich einen kleinen Cut rein. So, aber wir sind noch nicht fertig. Zweite Aufgabe. Das Ganze machst du denn noch einmal, wenn du es geschafft hast. Das heißt, denn, wenn du das erste einmal gemacht hast, gehst du einfach hier zur Seite hin, lässt zwei Blöcke Platz, machst dir erstmal nochmal einen Zweier hin, kontrollierst, ob das Ganze übereinander abstimmt. Dann machst du hier auch nochmal so einen Dreier hin, also so eine Ecke. Zack. Und dann machst du hier auch nochmal so, dass dir jeweils immer so ein Zweier immer so schräg davon hochgeht. Im Zeitraffer wirst du das Ganze sehen und insgesamt machst du 30 Stück von diesen Zweiern hin. Also 1, 2, 28 fehlen noch und das machen wir jetzt. Haben wir das einmal hinter uns, die ganzen Reihen nach oben zu ziehen. Überprüfe noch einmal bitte, ob du jetzt hier wirklich 30 Stück insgesamt hast. Natürlich das Ganze zweimal und dann sollte es natürlich so aussehen. Ja, wenn wir das Ganze soweit haben, geht es weiter und zwar, ich würde sagen, wir beginnen einmal ganz unten und nehmen uns schon mal unsere Steinziegeltreppe zur Hand. Denn die platzieren wir jetzt einmal oben drauf. Das heißt, wir fangen unten an. Ich nehme einfach mal eine Seite vor, gehe hin, platziere jetzt hier einmal an der Seite ein. Den Block lasse ich in Ruhe, platziere dann immer jetzt hier drauf eine Treppe. Das gleiche machen wir synchron nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, wir fliegen hier so hin, ne? Wir wollen ein, dann lassen wir den in Ruhe und danach einfach bis wir oben sind, einmal über eine Treppe platzieren. Nun sind wir ganz oben angekommen und haben überall die Treppen platziert. Weiter geht's dann auch erstmal oben. Wir nehmen uns erstmal die blaue Keramik wieder zur Hand und platzieren oben nochmal eine
weitere Schicht mit zweimal blaue Keramik. Die platzieren wir einfach am letzten Block. Zack, hier einmal vorne dran und dann noch einmal nach oben weg. Hierbei solltest du aber auch bedenken, jetzt musst du wirklich 30 so Zweier Einer hier vorhaben. Sonst geht am Ende unser Gerüstbau nicht so richtig auf. Der ist wirklich daraus ausgelegt. Also ansonsten überprüfen, ob du jetzt hier wirklich 30 Zweier hast. So, wenn das Ganze stimmt, geht's weiter. Und zwar, wir nehmen wieder unsere steinzige Treppe zur Hand, platzieren jetzt hier auf der letzten Ebene natürlich dann auch nochmal die. Und ganz vorne machen wir auch nochmal Treppen hin. Aber diesmal eine umgedrehte und eine normale vorne ran. Super. So, jetzt fliegen wir erstmal wieder bis unten hin, denn wir nehmen uns auch gleich wieder unsere blaue Keramik zur Hand. Vielleicht sortieren wir uns das Ganze auch nochmal. Zack, ich nehme das mal so. Denn wir machen jetzt so einen kleinen Wechsel. Blaue Keramik und steinzige Treppe. Wir beginnen ganz unten. Hier würde ich sagen, platzieren wir erstmal steinzige Blöcke. Zack, zack, zack. Und dann machen wir es so. Ich weiß nicht, wie du es gerne machen möchtest. Ich zeige dir einfach mal eine Methode. Du kannst jetzt immer unten an dem unteren Zweier, wenn wir jetzt beispielsweise eine Treppe platzieren, das machst du dann bis oben hin. Nimm mal eine Treppe hin und dann darüber machst du einfach nochmal ein blaue Keramikblock hin. Entweder machst du die Taktik bis oben hin oder du machst zuerst immer einen Block immer jeweils darunter, musst du aber merken, dass du einen schon hingemacht hast und machst dann einfach Treppen hin. Naja, zwei Taktiken, wie man das Ganze theoretisch bis nach oben ziehen kann. Naja, ich würde sagen, einmal bis nach oben bitte. Ganz oben machen wir eine kleine andere Taktik, denn ich sage mal, das sollte jetzt so eventuell bei dir aussehen. Wir hatten ja hier am Ende zwei Treppen, so eine umgedrehte, eine normale hingemacht und hier bei der letzten Reihe machen wir nochmal eine umgedrehte hin. Okay, so, wenn wir das Ganze haben, ja einmal alles so lang gezogen, beginnen wir wieder erstmal unten und machen jetzt das Laufband, bevor wir die ganzen Streben machen, damit das Ganze natürlich auch logisch gehalten wird. So, wir beginnen erstmal mit den Netherziegel-Treppen. Die platzieren wir einfach mal. Wir lassen die erste Reihe frei. Dann platzieren wir die Treppen. Gefolgt denn von einer Blockschicht. Auf der Blockschicht, Treppenschicht. Danach wieder eine Blockschicht, Treppenschicht, Blockschicht und Treppenschicht. So, du weißt, wie es weitergeht. Ich glaube, ne, immer abwechselnd halt eine Blockschicht. Danach dann einfach eine Treppenschicht. Das Ganze müssen wir machen, bis wir oben angekommen sind. Also. Aufgepasst, wenn wir oben angekommen sind, also jetzt hier bei unserer letzten Schicht, machen wir auf der anderen Seite einfach so, wir hatten ja jetzt hier Treppen gemacht, auf der anderen Seite einfach normale Treppen in die andere Richtung und dann einfach umgedrehte. So, wenn wir schon mal dabei sind, auf der Rückseite jetzt immer Treppen hinzusetzen, haben wir jetzt die Aufgabe immer, jetzt können wir hier vorne kurz gucken, wir haben jetzt, sag ich mal, immer jetzt auf der, ja, immer, sag ich mal, hier haben wir jetzt eine Treppe, dann kommt hier der Block und auf dieser Blockschicht sind denn die Treppen gesetzt und auf der Rückseite müssen wir denn da Treppen ransetzen. Das heißt, immer unter, kann man das wirklich so? Ja, kann man eigentlich gut hier sehen auf der Rückseite. Immer jetzt hier bei diesem Block müssen wir eigentlich immer darunter Treppen setzen. So, das machen wir auch wieder, bis wir unten angekommen sind. Super, so, dann sind wir unten einmal angekommen, haben überall die Treppen unten hin gemacht und dann ist das Laufband schon so gut wie fertig. Ich hatte eigentlich vor, dass das Ganze funktioniert, nur leider ist mir aufgefallen, dass unsere Rolltreppe echt sehr steil hochgeht. So steil, dass man eigentlich mit irgendwie Lornsystem oder sowas da nicht so richtig was anfangen kann. Von daher nehmen wir die gute alte Leiter zur Hand und platzieren die jetzt jeweils immer auf unseren Netherziegelblock einmal ran, somit, dass wir, sag ich mal, dann einfach immer hochkommen können. So, das müssen wir natürlich wieder machen, bis wir einmal oben angekommen sind.
So, und oben sind wir angekommen. Ha, das ging ja relativ fix. Ha, ist sie schon fertig mit nichts? Naja, ich glaube, wenn ich da jetzt runterspringe. Oh. Naja, so, jedenfalls haben wir schon den Großteil geschafft. Wollen wir noch was machen oder wollen wir alles im zweiten Teil beenden? Ich würde sagen, eine Sache machen wir noch, und zwar die Markierungen. Das kriegen wir noch hin in der Folge. Und zwar holen wir jetzt einfach mal unsere Bruchsteinmauer zur Hand und fliegen unten hin für die Markierungen. So, ich würde sagen, wir beginnen hier unten einfach mal. Hier hatten wir ja irgendwie so einen Steinziegelblock. Danach gehen wir einfach mal nach hinten weg und zählen dann 1, 2, 3. Beim vierten Blub setzen wir eine Mauer hin. Denn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Blub setzen wir wieder einen hin. Denn wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Wieder eine Treppe hin. Mauer. So, noch einmal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nochmal eine Mauer hin. So, das Ganze nochmal hier auf der anderen Seite synchron, immer einen Abstand von 2 Blöcke lassen. Sollte denn eigentlich genau mit vorne aufgehen, wenn du dann natürlich auch einen Abstand von 2 Blöcke hast. So, nächste Aufgabe ist, die Mauern komplett einmal gerade bis oben hinzuziehen. So, wir machen das einmal hier den ersten Mal mit zusammen, denn dir wird gleich was auffallen und zack. So, geht hier natürlich zu einer Treppe hin. Die Treppe kannst du ruhig da lassen. Einfach hochziehen, erstmal so verbinden. So, das müssen wir natürlich hier nochmal ein paar Mal machen mit den anderen. Was mir hier gerade auffällt beim Bauen, ist einfach mal, wenn du diese Mauern hochziehst, stell dich am besten einfach rauf, nicht fliegen, guck runter und dann hüpfst du immer beim Bauen. Das, glaube ich, ist die einfachste Taktik, die hochzuziehen, weil im Creative bleiben die irgendwie immer hängen und dann kannst du sie nicht so weiterziehen. Kann ich ja nochmal hier kurz zeigen. So, guck mal, jetzt ziehe ich und zack, habe ich sie verloren. Irgendwie leichteste Taktik, die hochzuziehen, ohne dass man sich die ganze Zeit ärgert, dass einfach dieses durchgehende Bauen abbricht. Draufstehen und hüpfen beim Bauen. So. Jetzt sind wir oben angekommen und können das Ganze hier einfach mal verbinden. So, und hiermit sind wir für den ersten Teil erstmal fertig. Im zweiten Teil machen wir, sag ich mal, das Gestell hier noch. Und ich habe mir noch ein bisschen was überlegt, wie man, wenn so, sag ich mal, wenn man sich echt die Mühe macht, von der Rolltreppe von unten bis nach oben hin, dass da irgendwas passiert, wenn man runterfällt. Das heißt, erfährst du im Teil 2. Der ist natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, was das Ganze hier für den ersten Teil, ruhig aus. Falls du natürlich weiterbauen möchtest, alles ist in der Videobeschreibung verlinkt. So, dann würde ich sagen, stelle ich mich hier Safety hin. Wir haben wieder viel geschafft und ich würde sagen, wenn ich Safety stehe, was ist das Ganze? Wir sehen uns in einem anderen Teil wieder. Also haust rein und tschüss.